Also, wir haben den Endpunkt der Route erreicht, die A13, sehr, sehr empfehlenswert. Unbedingt. Tolle Wegstrecke, zwischendurch ein bisschen Hardcore-Offroad, aber total interessant. Wunderschöne Aussichten und der überwiegende Teil der Strecke liegt in sehr schönen Wegen, Offroad-Wegen, Wälder, bergauf, bergab, also eine ganz absolut empfehlenswerte Sache. Wir hoffen, wir können die Eindrücke im Film rüberbringen, wünschen euch viel Spaß beim Anschauen. Wenn es euch gut gefällt, gerne ein Like, gerne ein Kommentar und am liebsten gerne ein Abo. Gute Zeit, tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen bei Findtime ATV on Tour. Wir nehmen euch heute mit auf eine 62 Kilometer lange Tour, auch wieder aus dem MD-Mod-Buch Alicante, die Tour A13. Ich hoffe, wir konnten in den nachfolgenden Bildern die Charakteristik dieser Strecke für euch wiedergeben. Geprägt durch starke Erosionen, staubtrockene Landschaften und wie man später sehen wird, auch Pinienwälder, befinden wir uns hier in der wohl wärmsten Region Spaniens. Aber für unser Empfinden auch mit einem ganz besonderen Charme.
Hier kommt jetzt ein kleiner Abschnitt, wo die Strecke ein bisschen Fahrt aufnimmt, aber insgesamt alles ohne Probleme zu überwinden. So sah der Weg für uns nach unten aus. Jetzt trifft ein Mann eine Entscheidung. Erstmal für den richtigen Luftdruck Luft ablassen. Wir mussten als erstes die Auswaschung kreuzen. Und das ging relativ unproblematisch. An der zweiten Engstelle konnte man die Auswaschungsrille gut in die Mitte nehmen, von daher auch keine Probleme. Ich hatte ja schon im letzten Film erwähnt, dass es immer spannend ist, weil man nie weiß, wie es weitergeht. Hier haben wir eine tiefe Auswaschung. Es gab aber zum Glück eine Umfahrung links davon, sonst wäre hier die Strecke für uns zu Ende gewesen. Hier ging es dann gleich danach nochmal richtig hoch. Kann man sogar auf dem Video gut erkennen. Ein paar Kilometer weiter wechselte die Landschaft deutlich und wir erreichten den Regionalpark Sierra de la Pila. Sieht so ein bisschen wie das Matterhorn aus. Hier bekam man den ersten Eindruck von den wunderschönen Felsregionen, die auf uns warten. Und wie man sehen kann, finden wir es auch recht gut. Diese alten Bauernhäuser und verlassenen Ortschaften, die man hier sieht, werden mit Hilfe der Regionalregierung reaktiviert. Das heißt, man kann für einen ganz kleinen Obolus so ein Haus erwerben und wieder aufbauen. Häufig werden die für touristische Unterkünfte genutzt.
So, und jetzt nochmal diese wunderschöne Aussicht genießen. Letzte Drittel der Strecke führte dann wieder durch Waldgebiete. Wunderschöne Hangfahrten. Wir hoffen, dass wir mit den Bildern euch die Strecke ein bisschen näher bringen konnten. Im Auslauf der Strecke benutzt man landwirtschaftliche Wege. Wir haben uns da die Bilder gespart, weil wir es nicht so fürchterlich interessant fanden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns demnächst auf diesem Kanal wieder.